Vielen Dank, Herr Chantivani, auch vielen Dank für die Möglichkeit, hier vortragen zu dürfen. Es ist leider keine gute Situation, mit der wir zurzeit konfrontiert sind. Die Pandemie ist bei weitem nicht vorbei. Also von einem Freedom Day kann keine Rede sein, ganz im Gegenteil. Wir haben im Moment um die 300.000 Neuinfektionen pro Tag. Die Dunkelziffer ist nicht bekannt, aber es ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl der Neuinfektionen mehr als doppelt so hoch ist. Wir beklagen um die 300 Tote pro Tag und zum jetzigen Zeitpunkt gibt es auch keinen klaren Hinweis, der vermuten ließe, dass sich diese Situation kurzfristig ändert. Es könnte sogar sein, dass die Inzidenz sich noch etwas stabilisiert, aber die Zahl der Toten steigen wird in den nächsten Wochen. Das ist zumindest nicht auszuschließen, somit eine Situation, die ausgesprochen unbefriedigend ist. Das spiegelt sich auch in den Krankenhäusern wieder. Daher bin ich sehr dankbar, dass Frau Kollegin Jona heute dabei ist und uns da berichten kann. Die Belegschaften sind zum Teil stark infiziert. In Krankenhäusern wird berichtet, dass jeder Zweite infiziert wird. Notbetrieb wird gemacht. OPs werden verschoben. Alles in allem, also ist das eine Situation, wo wir unmittelbar und schnell reagieren müssen. Und das ist auch das, was ich also heute vortragen möchte. Wir sind in eine Situation gekommen, wo wir nicht einfach abwarten können, wann geht das vorbei. Also diese Haltung, wir warten ab, bis das Wetter besser wird und dann geht das irgendwann vorbei. Das reicht nicht, sondern wir müssen in diesen letzten Wochen, bevor tatsächlich durch besseres Wetter die Inzidenzen auch wahrscheinlich sinken werden, müssen wir noch einmal aktiv werden, müssen wir noch einmal etwas tun. Wir können es nicht so lassen, wie es derzeit ist. Und ich habe dazu also drei Punkte vorzutragen, die mir bedeutsam sind. Zum einen, wir müssen unbedingt die Hotspot-Regelung, die mit dem neuen Infektionsschutzgesetz gekommen ist, müssen wir auch nutzen. Diese Regelung muss jetzt genutzt werden. Das Infektionsschutzgesetz hat ja nicht jedem gefallen. Und ich kann auch verstehen, wenn es da Vorwürfe von den Ländern gegen den Bund gab und der Bund wiederum also da zum Teil dann beklagt hat, dass die Länder in der Vergangenheit nicht alles einheitlich gemacht haben. Aber die Vorwürfe, diese gegenseitigen Vorwürfe, bringen uns im Moment überhaupt nicht weiter. Sondern wir müssen mit der Situation klarkommen und zusammenarbeiten, Bund und Länder gemeinsam. Und da ist das Infektionsschutzgesetz eine gute Grundlage. Ich will nur noch mal mit einem Satz erläutern, wieso haben wir eigentlich bei so hoher Inzidenz keine bundeseinheitliche Regel? Wieso haben wir zum Beispiel keine bundeseinheitliche Maskenpflicht jetzt oder beispielsweise bundeseinheitliche Testvorgaben, meinetwegen für die Restaurants oder so etwas? Das war einfach rechtlich nicht mehr möglich. Der Bundesjustizminister Marco Buschmann hatte die rechtliche Lage analysiert und kam zu dem Schluss, dass diese bundeseinheitlichen Maßnahmen nur noch vertreten werden können, rechtlich vertreten werden können, wenn es auch eine bundeseinheitliche Gefährdung der Gesundheitsversorgung gibt oder wenn diese zumindest droht. Somit, wenn es also eine Gefährdung gibt in einigen Bundesländern oder in den Bundesländern in bestimmten Orten, aber nicht bundeseinheitlich, kann es keine bundeseinheitliche Regel mehr geben. Das ist die rechtliche Vorgabe, mit der wir hier gearbeitet haben beim Infektionsschutzgesetz. Somit waren zum Beispiel eine bundeseinheitliche Maskenpflicht nicht mehr beschließbar, weil es eine bundeseinheitliche Gefährdung der Gesundheitsversorgung zum jetzigen Zeitpunkt nicht gibt. Und die hat auch der Expertenrat nicht kommen sehen. Buschmann und ich werden uns auch mit dem Expertenrat getroffen. Das wurde dort auch nicht angekündigt, dass eine solche Gefährdung bevorstünde. Somit ist dann die Regelung gekommen, Hotspots, überall dort, wo die Gefährdung gegeben ist und die Inzidenz steigt oder hoch ist, kann der Landtag Maßnahmen ergreifen, um die Bevölkerung zu schützen. Und das sollte jetzt auch geschehen, wie es jetzt in Mecklenburg-Vorpommern vorgesehen ist. Ich habe gestern Abend noch einmal lange mit der Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, gesprochen. Und so wie sie das Gesetz anwendet oder anwenden will, der Landtag dort, ist das aus meiner Sicht korrekt. Die Kriterien, also wie die Überforderung der Gesundheitsversorgung zu messen ist, die liegen eigentlich auf der Hand. Und hier sind vier Kriterien von besonderer Bedeutung. Sie betreffen alle die Krankenhäuser, weil die Krankenhäuser der Flaschenhals für die Covid-Versorgung im Sinne einer Überforderung des Systems sind. Zum einen, wenn zum Beispiel, also ich gehe durch die Kriterien einfach mal
durch, die hier aus meiner Sicht also relevant sind. Zum einen, wenn die Krankenhäuser die Notfallversorgung nicht mehr durchgehend darstellen können. Wenn Krankenhäuser sich von der Notfallversorgung zum Beispiel abmelden müssen, weil sie zu viele Covid-Patienten haben oder zu viel Personal erkrankt ist, dann ist das ein Indiz. Ein zweites Indiz ist, wenn planbare Eingriffe abgesagt werden müssen, wenn planbare Eingriffe in andere Kliniken verlegt werden müssen. Das ist ein drittes Kriterium. Oder wenn Pflegeuntergrenzen unterschritten sind. Mit diesen vier Kriterien kann die drohende Überlastung des Gesundheitssystems belegt werden. Es gibt noch mehr Kriterien, aber das sind vier Kriterien, mit denen man arbeiten kann. Das sind auch Kriterien, die meines Wissens in Mecklenburg-Vorpommern jetzt vorgetragen werden. Das sind auch Kriterien, über die wir bei der Gesundheitsministerkonferenz am Montag sprechen werden, denn wir